Wir müssen dringend reden. Es wird sich auf diesem Kanal was ändern. Was genau, warum und auf jeden Fall noch Schildkrötenbabys in diesem Video. Bleibt dran, gleich geht's los. Hi, ich grüße euch, willkommen zu meinem neuen Video. Ja, es wird sich tatsächlich was auf diesem Kanal ändern, aber keine Angst, es ist nichts Dramatisches. Trotzdem ist es eine Änderung für mich, wozu ich mich entschieden habe und aber auch demnach eine Veränderung für euch. Das möchte ich euch gerne jetzt mitteilen. Ich habe euch ja kürzlich gefragt, wie ihr dazu steht. Wollt ihr die Videos eher sonntags weiterhin haben oder vielleicht am anderen Tag? Ihr habt euch zur Mehrheit dazu entschieden, dass ihr Sonntag gut findet, also bleibt es auch bei Sonntag. Wie das oftmals so ist, wenn man nachdenkt, kommt man vom einen Gedanken auf einen anderen Gedanken. So war es bei mir jetzt auch und ich habe tatsächlich lange nachgedacht, habe überlegt und habe mich, um euch die Entscheidung jetzt gleich vorneweg auf den Tisch zu legen, dazu entschieden, dass es nicht mehr wöchentlich ein Video geben wird, wie es bisher war, also sprich einmal die Woche sonntags, sondern es wird zukünftig so sein, dass ihr nicht wöchentlich die Videos bekommt, sondern vielleicht eher alle zwei Wochen. Aber bitte keine Angst haben, es kommen auf jeden Fall ordentlich neue Videos, nur eben nicht mehr im Wochentakt. Ich habe mir vorgenommen, das Ganze regelmäßig zu halten und habe mir vorgestellt, so alle zwei Wochen ungefähr. Ihr merkt vielleicht, ich will mich da aber auch gar nicht so sehr festlegen. Es kann auch mal sein, dass ich vielleicht berufsbedingt oder privatbedingt vielleicht dann auch mal drei Wochen aussetzen muss. Aber genauso gut kann es auch sein, dass vielleicht von der einen Woche auf die andere Woche schon wieder ein Video kommt. Aber im Schnitt alle zwei Wochen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum macht er das? Und das möchte ich euch jetzt gerne erklären. Wie gesagt, ich habe sehr lange darüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, ich habe ja vor diesem YouTube-Kanal sehr viele andere YouTuber-Videos geschaut zum Thema Garten, sehr gerne auch, sehr erfolgreiche YouTuber habe ich mir angeschaut und habe deren ihre Videos von Anfang an geschaut, also ihre ersten Videos bis zu heute eben. Das hat mir immer sehr Spaß gemacht und ich habe aber bei fast allen von diesen YouTubern, die das ja wirklich schon zig Jahre machen, manche vielleicht bis zu 10 Jahre schon, habe ich immer eins festgestellt und das hat mir nicht so gut gefallen. Und zwar war das so, dass die ersten Videos, also ich sag mal so die ersten 2, 3 Jahre, die Videos von diesen YouTubern immer sehr authentisch waren. Die waren sehr natürlich, deswegen habe ich mir die auch gerne angeschaut. Ich hatte Spaß daran, das zu schauen. Es war für mich ein Mehrwert, informativ und ich konnte aber auch, und das war für mich das Wichtigste, entspannen. Das war oft mein Feierabend oder abends nach dem Essen habe ich mir gemütlich diese Videos angeschaut. Das, was mich aber an deren Videos dann nach 2 bis 3 Jahren so ein bisschen gestört hat, es war nicht so, dass sie unbedingt schlechter wurden, aber sie haben sich für mich, für mein Gefühl nicht mehr so authentisch und auch nicht mehr natürlich angefühlt. Ich habe das darauf geschlossen, also das war so meine Wahrnehmung bei diesen Videos eben, dass ich das Gefühl hatte, dass diese YouTuber so ein Muss-Gefühl hatten. Ich hatte den Eindruck, sie hatten das Gefühl, sie müssen jetzt ein neues Video für mich machen. Und das hat sich nicht mehr so, da war keine Leichtigkeit mehr drin. So hat sich das für mich angefühlt. Und viele haben ja dann auch angefangen, Werbung zu machen, weil sie sich entschieden haben, YouTube hauptberuflich zu machen. Nicht mehr nur als Hobby, so wie ich es mache. Ich mache das ja aus Hobbygründen und weil es mir eben Spaß macht. Die haben sich dann entschieden, hauptberuflich zu machen. Das wäre ja nicht das Thema. Gegen Werbung habe ich nichts. Ich gönne jedem die Butter aufs Brot und wenn jemand damit was verdienen kann, dann ist es ja auch eine super Sache. Aber das war dann eben noch so ein Punkt mehr. Zuerst war dieses Muss-Gefühl, hatte ich den Eindruck von den Leuten. On top dann noch diese Werbung. Und dann habe ich einfach gemerkt, das ist irgendwie nicht mehr wie diese alten Videos. Außer der hauseigenen YouTube-Werbung spielt für mich Werbung von irgendwelchen Firmen, die mit mir Werbung machen wollen, aktuell ja überhaupt keine Rolle. Was für mich aber eine Rolle spielt und was ich gemerkt habe, ist dieser Muss-Gedanke. Denn ich habe bei meinen Videos die letzte Zeit öfters mal festgestellt, nicht, dass ich jetzt dieses Muss-Gefühl euch gegenüber habe, aber dass ich es schon gemerkt habe, dass ein gewisser Druck in mir ist, dass ich merke, du musst das Video noch fertig machen. Du musst das Video noch fertig abdrehen. Du musst es noch fertig schneiden. Das ist alles noch okay, nicht schlimm, keine Angst. Es ist, aber das waren so für mich die ersten Anzeichen, dass ich gemerkt habe, hey, das möchte ich nicht. Ich möchte für euch Videos machen, an denen ihr Spaß habt, die für euch eben authentisch sind, die natürlich sind und euch auch Leichtigkeit gegenübergebracht wird, ihr davon eben was habt. Und ich will euch in diesen Videos nicht das Gefühl vermitteln, so wie ich es bei den anderen YouTubern teilweise hatte, dass ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt für euch machen. Und das ist für mich eine Anstrengung und setzt mich unter Druck.
Das ist etwas, was ich auf keinen Fall in meinen Videos möchte. Und das ist ein Grund, eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich eben entschieden habe, mal einen Gang zurückzuschalten und, sage ich mal, eben nicht mehr pro Woche ein Video zu machen, sondern einfach so ein bisschen abzuwarten, mich auf 2 Wochen jetzt erstmal so ein bisschen einzustellen und aber auch so ein bisschen in mich reinzuhören, zu schauen, hey, jetzt ändert sich's vielleicht wieder, jetzt machst du doch wieder wöchentlich. Einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit ist der Punkt auf mich selbst, wie ich in Zukunft die Videos für euch machen möchte. Denn eins ist ja klar, ich mache die Videos aus Spaß, Hobby und so weiter. Garten ist sowieso mein Hobby, schon bevor die Kamera davor stand. Ich würde es auch ohne Kamera genauso weitermachen. Es ist trotz alledem ein Unterschied, ob die Kamera dabei steht oder nicht. Und der Unterschied ist nämlich vor allem, wenn die Kamera dabei steht, will ich ja, dass ich euch einen Mehrwert mitgebe und dass ihr unterhalten seid. Das heißt, wenn die Kamera nicht da wäre, dann bin ich gewissermaßen wie ein Eigenbrötler, der halt sein Ding so im Garten macht. Und das ist dann, das muss ich schon ehrlich sagen, natürlich für mich entspannender, wenn keine Kamera dabei steht, weil ich muss nicht darauf achten, wie das Bild ist. Ich muss nicht darauf achten, also ich muss vor allem nicht dabei sprechen, um so zu sagen. Das heißt, das Filmen während der Tätigkeiten, die ich eigentlich sowieso machen würde, macht die Tätigkeiten ein bisschen aufwendiger und das Drumherum natürlich viel aufwendiger. Ich möchte einfach nicht, dass es euch wie mir mit den anderen YouTubern geht, die ich mir damals angeschaut habe und mir die Videos irgendwann nicht mehr so gut gefallen haben. Ich möchte vor allem, dass euch meine Videos weiterhin gut gefallen und ihr einen Spaß daran habt und auch einen Mehrwert habt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das jetzt wöchentlich so weitergemacht hätte in der aktuellen Zeit, in der aktuellen Phase, dass ihr auch irgendwann gemerkt hättet, irgendwie sind die Videos nicht mehr so wie früher, gefallen mir nicht mehr so gut. Also da hätten wir ja beide dann nichts davon. Mir ist es einfach wichtig, euch darüber jetzt in Kenntnis zu setzen, denn ihr seid meine Zuschauer, ihr habt meinen Kanal abonniert und natürlich müsst ihr wissen, wenn jetzt Videos plötzlich nicht mehr wöchentlich kommen, sondern vielleicht alle 2 Wochen nur noch. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das wisst und ich bin mir vor allem auch sicher, dass ihr versteht, warum ich das jetzt tue und vielleicht möchtet ihr mir auch mal in die Kommentare bitte schreiben. Vielleicht hattet ihr sogar schon so ein bisschen das Gefühl, dass meine letzten Videos anders da waren als die davor. Würde mich einfach mal interessieren, ob ihr so ein bisschen den Eindruck schon hattet, wie ich damals bei den anderen YouTubern, oder ob das für euch nach wie vor alles noch okay war. Würde mich super freuen, wenn ihr es mal runter in die Kommentare schreibt. Ich habe es ja eben schon mal angedeutet, die Tatsache, dass wenn man weiß, du musst das Video noch fertig drehen oder musst es fertig schneiden und so, dass es einen gewissen Druck auch auf mich ausübt. Und es ist einfach so, dass das natürlich mit mir ja auch was macht. Also das stresst mich ja auch in einem gewissen Grad auch. Wie gesagt, das war alles noch nicht so schlimm, aber lieber vorher schon reagieren als später. Und ich will nicht, dass mich das stresst, denn es ist de facto so, das ist jetzt ganz egoistisch, für mich ist diese Gartenarbeit schon lange vor YouTube ja mein Hobby gewesen. Und vor allem nicht nur Hobby, das war für mich meine Entspannung. Wenn ich im Garten war, ich habe schon oft gesagt, es ist für mich wie meditativ. Ich mache da rum und es ist so entspannend, selbst wenn man noch solche Sorgen hat, man schaltet einfach ab. Und wenn die Kamera dabei steht, klappt es einfach nicht so gut. Und ich brauche einfach auch diese Momente im Garten, vor allem in meiner Freizeit. Ich mache ja diese Videos alle in meiner Freizeit. Brauche ich diese Momente, wo ich auch abschalten kann und entspannen kann. Deswegen ist das tatsächlich eben dieser zweite Faktor, der mich zu dieser Entscheidung bewegt hat. Ich habe den Begriff vorhin schon mal erwähnt, Stichwort Achtsamkeit. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem ich mich wirklich schon seit Jahren für mich selbst einfach mal auseinandersetzen will und ich bis heute leider nicht geschafft habe. Das ist jetzt vielleicht mal der erste Schritt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt habt. Es ist ein Riesenbegriff. Das kann man auch nicht mal so nebenher einfach im Video einfach mal erklären, was das bedeutet oder was es ist. Da gibt es ja auch zig Bücher. Fachliteratur auch darüber, viel aus dem Bereich Psychologie auch. Um es ganz kurz einfach, das sagt ja schon das Wort Achtsamkeit. Das heißt, auf etwas achten. Das kann sein auf seine Umwelt, auf seine Mitmenschen, aber vor allem in meinem Bereich, worüber ich jetzt gerade spreche, auf sich selbst. Also sprich Achtsamkeit auf sich selbst gerichtet. Und das heißt eben ganz einfach auch, dass man auf sich aufpasst. Dass man schaut, wenn man merkt, hey, ich bin gestresst, geht euch vielleicht oft auch bei euch im Job so oder wie auch immer. Oder wenn ihr auch Hobbys habt und ihr merkt, boah, das powert mich ganz schön aus. Und dann stellt ihr auch irgendwann fest, boah, irgendwie passt das nicht mehr so. Und das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, dass man einfach ja, auf sich selbst eben auch achtet und versucht, Körper und Geist, das hört sich jetzt sehr esoterisch an, aber es ist eben so, gesund zu halten. Dass man sich eben seinen Körper und seinen Geist nicht überfordert.
Und das ist ganz wichtig für mich. Wie gesagt, ich habe das viele, viele Jahre versäumt für mich selbst. Ich will das wirklich auch mal in Angriff nehmen, denn ich bin beruflich auch sehr eingespannt. Ich habe ja eine eigene Firma, damit habe ich sehr viel um die Ohren. Privat generell auch und dann eben Garten, Schildkröten und so weiter und so fort. Da muss man schon ein bisschen auch drauf achten, dass man die Power und Energie behält. Und auch ich werde nicht jünger. Deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, dass ich hier Kraft weiterhin behalte, um mein Ding weiterzumachen, sei es Beruf, sei es privat oder eben auch Hobby. Und in dem Bereich gehört eben auch dazu meine YouTube-Videos. Das ist mir super wichtig und liegt mir am Herzen. Dafür will ich meine Power haben. Und das funktioniert aber nur, wenn man Achtsamkeit auch versucht zu leben. Und da gehe ich jetzt ran. Und das ist eben der erste Schritt, dass ich jetzt schaue, das mit den Videos etwas zurückzuschrauben, nicht mehr so oft, aber das Thema für mich weiterhin beizubehalten. Ich will euch jetzt aber gar keine berühmte Frikadelle ans Ohr quatschen, denn da kann man ewig drüber schwätzen. Ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine. Ich bin mir sicher, ihr habt es verstanden und ich bin mir auch sicher, ihr habt da Verständnis für. Wie gesagt, es geht ja alles weiter. Es ist ja nicht dramatisch. Aber ich finde einfach, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, ihr habt verdient, das auch zu erfahren und auch die Gründe dahinter. Die wisst ihr jetzt und jetzt machen wir einfach so weiter. Dieses Video seht ihr ja jetzt und das nächste rechnet einfach mal damit, kommt dann übernächste Woche. Aber lasst euch einfach auch mal überraschen, ich will mich da gar nicht so festlegen. Jetzt habe ich euch aber ja Anfang des Videos noch was versprochen. Schildkrötenbabys. Ja, ich habe mir keine gekauft. Ich habe zwar kürzlich tatsächlich wieder Jungtiere bei meinem Züchter geholt. Wie es der Zufall jetzt aber wollte, hatte ich Naturbruten. Was sind Naturbruten? Schildkröten legen ja jedes Jahr Eier im Garten, die Weibchen. Die graben ein Loch und machen die Eier dann da rein. Und normalerweise ist bei uns viel zu kühl, dass die ausgebrütet werden können, beziehungsweise sind die Eier in meinem Fall eigentlich hier im Garten auch nicht befruchtet. Denn ich habe Mädels und Jungs getrennt. Das heißt, normalerweise legen die Schildkröten Eier, die unbefruchtet sind. Machen Vögel ja auch, die legen auch mitunter Eier, die gar nicht befruchtet sind. So, jetzt ist es aber so, dass Schildkröten, also Schildkrötenweibchen, das Sperma der Jungs, bis zu 7 Jahre in sich drin halten können. Jetzt könnt ihr auch mal, oder jetzt wisst ihr vielleicht auch mal, warum Schildkröten mitunter schon älter sind als Dinosaurier und so lange überlebt haben. 7 Jahre. Das muss man sich mal überlegen. So, und den Faktor hatten wir jetzt hier auch im Garten. Dieses Jahr hatten wir ja ewig heiß, ne? 40 Grad und so. War ich hier kürzlich im Garten, stehe da, meine Mutter war nebendran gestanden und meine Mutter so zu mir, sag mal, was ist denn das da am Boden, Jonas? Und dann gucke ich hin und dann sehe ich da eine kleine Schildkröte. Aber mini, winzig klein. Ich bin froh, dass ich nicht draufgetreten bin. Und dann war das tatsächlich eine Schildkröte, die hier im Garten aus dem Ei geschlüpft ist, also von meinen erwachsenen Mädels, ist die aus dem Ei gekommen. Und auch noch eine zweite. Ich bin mal gespannt, ob die nächsten Tage vielleicht noch mehr kommen, aber ich denke mal eher, es bleibt bei den Zweien. Ich möchte ihr euch jetzt auch gleich mal zeigen, denn die sind wirklich so, so mini. Das ist völlig faszinierend. Schaut euch mal die Knirps an. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Das ist der Walter und das ist die kleine Eri. Eri, meine Mutter ist Erika, weil sie die Finderin der Kleinen hier war. Und Walter hieß mein Opa. Und jetzt passt mal auf, im Größenvergleich mal 1 Euro-Stück. Kaum größer als 1 Euro-Stück, vielleicht so groß wie 2 Euro-Stück. Ist doch wirklich Wahnsinn, oder? So mini und so groß werden sie, vor allem so alt werden sie. Gell? Wahnsinn. Ein Wunder der Natur für mich. Wahnsinn. Ich bin so happy immer noch. Also ich komme darüber gar nicht hinweg. Ich denke mal, ihr merkt es auch. Also für mich mega faszinierend, dass die hier einfach im Garten so geschlüpft sind. Vor allem, das ist jetzt kein Witz, ich träume bestimmt schon 10 Jahre lang. Immer wieder ein Traum. Also nicht jede Nacht, aber immer wieder mal. Kein schlimmer, ein toller Traum, dass ich hier im Garten bin und überall aus der Erde kommen Schildkröten raus. Also graben sich so aus im Frühjahr und so. Und kleine Schildkröten auch. Und jetzt ist es ja fast Realität, also es ist Realität geworden, weil tatsächlich aus der Erde Schildkröten rauskamen. Also hauseigene Schildkröten zu sagen, hausgeboren. Also ich bin super happy. Also ihr Lieben, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu und schaut auch mal bei euch, Thema Achtsamkeit, da sollte jeder sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Wenn ich mit dem Thema mal ein bisschen schlauer bin, mache ich auch gerne mal ein Video dazu. Ist wirklich wichtig. Passt auf euch auf. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis denn. Ciao, euer Jonas.